Willkommen bei Bewertungen, Ratschläge und Tipps. Ich habe die Faszienrollenvergleich basierend auf meine persönliche Meinung. So wählen Sie das richtige Produkt. Unten im Videobeschreibung finden Sie mehrere Links, Sie werden weitergeleitet. Im Bindegewebe unseres Körpers befinden sich sogenannte Faszien, die als eiweißhaltige Netze unter anderem unsere Muskeln umschließen und das Gewebe zusammenhalten. Einseitige Bewegungsabläufe, psychischer Stress sowie Verletzungen können die Faszien schädigen, was wir schließlich als sehr schmerzhaft erleben. Die Faszienrolle kann hier Abhilfe schaffen. Durch das Training mit einer Schaumstoffrolle können Sie alle Stellen am Körper selbstständig massieren, wodurch die Faszien aufgelockert und die Muskeln gestärkt werden. So lösen sich Verspannungen, die Fitness wird gesteigert und sogar Cellulite kann abtrainiert werden. Die Rollen für die Faszien gibt es in verschiedenen Modellen. Die klassische Rolle ist zwischen 30 und 45 cm lang und hat eine glatte Oberfläche. Sie erhalten aber auch Rollen mit Noppen oder gewellter Oberfläche. Die Mini-Rolle eignet sich speziell als Reiserolle oder für die Unterarme. Der Ball und der Faszienroll-Duo-Ball sind für kleine Oberflächen wie zum Beispiel die Fußballen. Der menschliche Körper ist ein äußerst komplexes Gebilde aus Organen, Knochen und Muskeln, dessen Funktion wir im täglichen Leben nur selten berücksichtigen, solange es wirksam ist. Obwohl es uns manchmal mächtig erscheint, ist es dennoch nicht absolut zuverlässig. Leider bemerken wir bestimmte Probleme meist erst, wenn es zu spät ist. Gefolgt von häufigen Arztbesuchen, langen Behandlungssitzungen oder bezahlten Behandlungszeiten, in denen man wissen möchte, was schiefgelaufen ist. In diesem Ratgeber möchten wir Sie auf einen Teil des Körpers aufmerksam machen, der oft vergessen wird. Die Faszien. Natürlich bestehen wir nicht darauf, Probleme zu lösen, sondern liefern Lösungen. Durch unseren Faszienrollenvergleich erhalten Sie alle wichtigen Informationen, wie Sie Ihren Körper in Zukunft ganz einfach pflegen und stärken können. Der Faszienrollentest. Was verbirgt sich dahinter? Was sind Faszien? Wenn Sie zum ersten Mal von Faszien gehört haben, wird der Name der Faszienrolle sicherlich einige Fragen aufwerfen. Die Faszienrolle kann man sich zunächst als Pilatesrolle vorstellen. In den nächsten Schritten erfahren Sie alles Weitere. Was ist Faszienrolle? Der erste Schaumstoffroller wurde 2009 auf den Markt gebracht, sein Markenname ist immer noch Blackroll, der aus der Physiotherapie stammt. Sie ist zylindrisch, wie eine einfache Pilatesrolle, 30 cm lang, mit einem 15 cm großen Loch in der Mitte und pechschwarz. Es dient zur Behandlung der sogenannten Faszien, wird später im Detail beschrieben. Seitdem wurden Schaumstoffrollen von vielen anderen Herstellern kopiert und verändert, so gibt es heute neben diversen Blackroll-Modellen Mini-Rollen, Kugeln und Doppelkugeln. Alle Massageroller in dieser Kategorie sind aus Schaumstoff gefertigt und weisen unterschiedliche Härtegrade von weich über Medium bis hart auf. Über die Faszientherapie hinaus werden sie mittlerweile auch zum Fitnesstraining, zur Selbstmassage, zum Gesundabnehmen und als Faszienroller gegen Cellulite benutzt. Was sind Faszien? Faszien oder mehrere Faszien beschreiben die Weichteilbestandteile im Bindegewebe unseres Körpers, die jede Muskelkette und jedes Organ als eiweißhaltiges Netzgewebe umhüllen und so die verschiedenen Elemente des Körpers vereinen. Sie gliedert sich in drei Schichten, oberflächliche Faszie, tiefe Faszie und viszerale Faszie, bei der Muskeln, Knochen und Nervenbündel von tiefen Faszien umgeben sind. Natürlich haben wir nichts von den Faszien bemerkt, die lautlose, aber extrem wichtige Partikel sind, die das Gewebe stützen. Das spüren wir erst, wenn sie nicht mehr wirken, und das kann manchmal sehr schmerzhaft sein. Psychische Belastungen, einseitige Bewegungsabläufe und Verletzungen können die Faszien schädigen. Dann trocknen sie aus, verkleben und bilden schließlich zähe und verdickte Stellen, oft Triggerpunkte genannt. Daher kommt es am betroffenen Triggerpunkt zu einem Bewegungsablauf. Am Triggerpunkt schmerzhaft und schwerfällig und können am Ende nur noch mittels gezielter Massage wieder in Gang gebracht werden. So viel zu der Frage, was sind Faszien? Anwendung und Wirkung der Faszienrolle. Es handelt sich hier um eine Faszienrolle für die Eigenmassage. So ist es uns möglich, ohne Masseur und selbstständig Faszien lösen zu können, indem wir sie durchkneten und geschmeidig halten. Wir müssen also nicht abwarten, bis alle Körperteile steif und wir bewegungsunfähig sind, sondern können uns vorbeugend quasi selbst therapieren.
Anwendung findet die beste Faszienrolle sowohl in der Therapie für gezielte Schmerzbehandlung, im Sport mit Personaltrainer zum Aufwärmen und zur Regeneration der Muskulatur sowie im Freizeitbereich zur Vorbeugung von Verspannungen und gegen Cellulite. Welche verschiedenen Faszienrollen gibt es? Die Originaltrommel ist 30 bis 45 cm lang und hat einen Durchmesser von etwa 15 cm. Sie eignen sich sehr gut als Faszienrollen für Schultern, Oberschenkel und Waden. Sie werden auch häufig verwendet, um das Gewicht von Magen oder Cellulite zu reduzieren, oder werden häufig zur gesunden Gewichtsabnahme verwendet. In diese Kategorie fallen auch klassische schwarze Rollen mit glatter Oberfläche. Viele Schaumstoffrollen haben auch geknotete oder geriffelte Oberflächenstrukturen, um die Massage zu verstärken. Die Faszienrolle für Anfänger hat in der Regel eine glatte Struktur. Kürzen Sie die klassische Faszienrolle auf 15 cm und 5 cm Durchmesser und Sie haben eine Mini-Rolle. Sie werden normalerweise von fortgeschrittenen Benutzern für anspruchsvolleres Fitnesstraining verwendet, um die Handflächen und Handgelenke und Fußsohlen zu massieren. Durch seine spezielle Form können Sie den Faszienball beispielsweise auch nutzen, um die Achselhöhle zu erreichen. Ansonsten macht man mit ihm als Faszienrolle Übungen an den Fußsohlen, Handflächen und Unterarmen. Zwei aneinander geklebte Bälle schaffen einen Duoball mit einer ergonomischen Passform für Hals und Nacken. Diese Faszienrolle für den Nacken eignet sich aber auch optimal für ein gezieltes Gesäßtraining. Mit einem Duoball können Sie gleichzeitig den Schwierigkeitsgrad Ihrer Trainingseinheiten erhöhen. Kaufkriterien für Faszienrollen. Worauf sollte man beim Kauf achten? Natürlich wollten wir in unserem Faszienroller-Vergleich nicht auf einige der kleinen Shopping-Tipps für deine Fitnessroutine verzichten. Schließlich gibt es beim Vergleich von Faszienrollen noch ein paar Dinge zu beachten. Hier haben wir Informationen zu Walzenhärtematerial sowie verschiedenen geprägten Oberflächen und Farbtönen für Sie zusammengestellt. Härtegrad. Wenn Sie einen Massageroller oder einen Faszienroller kaufen möchten, wie zum Beispiel bei Amazon Roller, können Sie beim Schaumstoff in der Regel zwischen drei verschiedenen Härtegraden wählen. Weich, mittel und hart. Harte oder weiche Faszienrollen entscheiden nicht, wo es sich um eine teure oder eine billige Faszienrolle handelt. Stattdessen basieren drei Stufen darauf, wie angespannt Ihre Muskeln sind. Das heißt, für Anfänger empfiehlt sich die sanfte Variante, da die Finger anfangs oft sehr trocken sind und den Druck einer Massage nicht gewohnt sind. Bei regelmäßiger Anwendung können Sie schnell zu einer mittleren Steifigkeit wechseln, damit die entspannende Wirkung anhält und der Muskelaufbau gefördert wird. Profisportler und vor allem fitnessaffine Menschen nehmen oft schwierige Rollen ein. Material. Das Standardmaterial für Schaumstoffrollen in unserem Massagerollenvergleich ist Schaumstoff mit dem Unterschied zwischen expandiertem Polypropylen, EP, und Ethylenacetatschaum, EVA-Schaum. Beide Materialien sind sehr strapazierfähig, hitzebeständig, leicht barrierfest und waschbar. Nicht nur deshalb sind Walzen einfach zu handhaben, bedienerfreundlich und langlebig. EVA-Schaum ist noch haltbarer als EP-Schaum. Ergenis. Unser Vergleich der Faszienrollen zeigt, dass nicht alle Rollen immer ohne Ruster sind. Gerade bei regelmäßiger Anwendung sollten Sie sich eine geruchsneutrale und hautfreundliche Schaumrolle anschaffen. Oberflächenprägung. Die Originalwalze hat eine glatte Oberfläche. Beim Kauf einer Faschgärrolle werden Sie auch feststellen, dass neuere Artikel wie die Faschgärpinowave-Rolle jetzt auch eine leichte Wellenprägung haben oder mit zusätzlichen Knöpfen ausgestattet sind. Diese Übungen können vor allem auf großen Flächen wie dem Rücken stärkend wirken, sind aber vor allem für Anfänger auch schmerzhafter und eher für Anfänger zu empfehlen. Wichtig: Welche Oberflächenbeschaffenheit das Band haben muss, hängt letztlich ganz von Ihren Wünschen ab und ist kein Qualitätsmerkmal an sich. Farbe. Normalerweise haben Sie die Wahl der Farbe. Allerdings sind nicht alle Artikel in verschiedenen Farben erhältlich. Sie erhalten also nur eine schwarze Backroll, während die orange Blackroll keine anderen Farben als orange und schwarz hat. Marke. Wenn Sie eine Walze kaufen möchten, finden Sie unterschiedliche Angebote zu Walzen und Herstellermarken. Egal, ob Ihr Training Übungen mit schweren Schultern einhaltet oder Sie schnell abnehmen möchten. Unsere Faszienrollempfehlung lautet, überall schlau zu bleiben, zum Beispiel bei Kibo, Decathlon, Intersport oder einfach in der Amazon Faszienrolle. Einige bekannte Marken wie Pinofit mit Pinowave Faszienroll, Klassiker Blackroll, Cellulite und Kettler. Eine Rolle Folie günstig zu kaufen ist nicht immer einfach. Faszientraining.
Wie trainiert man die Faszien richtig? Faszien finden sich an vielen Stellen unseres Körpers. Spezielle Rollen werden häufig verwendet, um Rücken, Waden und Oberschenkel sowie Arme und Füße zu massieren. Der Ablauf ist einfach. Wenn Sie zum ersten Mal Bauchmuskelübungen machen, finden Sie im Internet viele Foto- oder Videotutorials mit verschiedenen Muskelrollenübungen. Einige Hersteller geben Ihnen diese Anleitung beim Kauf einer Rolle, zum Beispiel Black Roll Orange. Auch ein Pilates-Video ist meist geeignet. Wenn Sie noch unsicher sind, lohnt sich ein Personaltrainer oder ein Gespräch mit einem Physiotherapeuten. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über ein Like und Abo. Wenn Sie die Glocke drücken, dann verpassen Sie kein Video. Willkommen.